Jo Leute, was geht ab? Motoflos wieder back am Start mit einem neuen Video. Heute sind wir hier in Niederzissen an der Meile. Die ein oder anderen kennen den Spot, ne? Oh, ich würde sagen, wir machen hier heute mal ein paar Wheelies, ne? Und eskalieren hier mal heute richtig. Stefan ist am Start und ein paar andere Jungs, ne? Ja, auf jeden Fall sehr wildes Auto da vorne in grün. Ich muss sagen, wir haben heute nicht das beste Wetter erwischt. Es ist gar nicht mal so warm, aber perfektes Wetter. Jawohl! Ich habe ein bisschen was an der Aerox gemacht, so wie immer. Ist mittlerweile Standard geworden. Ja, ich habe jetzt einen Leo Vinz TT drauf und eine andere Kupplung. Der Rest ist alles gleich geblieben und damit geht die Karriere jetzt was besser, meiner Meinung nach. Stefan hier wieder mies am Eskalier, hat gerade geschliffen, ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Ja. Um die Kurve rum. Boah, kommt da gerade ein Wind, Alter. Ich bin auch ein bisschen schnell. Oh. Ja, in Niederzissen hier haben wir mal ein richtig wildes Wochenende gemacht. Wir müssen hier auf jeden Fall ein bisschen aufpassen mit der Polizei. Ist immer ein bisschen schwierig seit neuestem hier. Aber wir haben hier einmal, letztes Jahr haben wir ein Bike mitgemacht. Da habe ich auch ein Video drüber gemacht. Da war hier Full House, da war das ganze Wochenende Party und wir haben hier so gesoffen mit den alten Boosters noch von Stefan, die alte Booster, von mir die alte Booster. Und da haben wir hier richtig gefeiert mit 486 und den Leuten hier aus Zissen und so, war schon ganz geil. Ist auf jeden Fall ein echt mega nicer Spot, schade, dass der so kaputt in Anführungszeichen ist. Macht ja nix, ne? Irgendwas ist gerade schwierig bei der Aerox. Irgendwas ist komisch. Solange es mich nicht packt, wenn irgendwas wegbricht, ist mir alles scheißegal. Schade. Kommt er nicht mit? Naja. Ich find's übel geil, hier runter zu wheelen. Das ist so geil. Weil du hier einfach so lange coastern kannst. Gebt euch das mal. Ah! Richtig reingeschissen. Bei meinen letzten zwei oder drei Vlogs, keine Ahnung, war auf jeden Fall das Problem immer mit meinem Ton. Das war nicht mein Mikrofon schuld, sondern ich nehme über das Handy auf. Und was soll ich sagen, mein Handy hat da so ein bisschen rumgespackt immer und hat dann zwar die volle Zeit aufgenommen, hat aber nur irgendwie so 5, 6, 7 Minuten davon abgespeichert. Richtig komisch, jetzt habe ich eine andere App und hoffe, dass es einfach besser ist. Boah, hoch wird jetzt mal wieder voll der Krampf hier. Also nicht vom Technischen, sondern für meinen Motor. Oh mein Gott, Alter.
doch nicht so böse. Ich mach doch gar nichts. Du hast sogar noch Feuer abgesetzt, Kollege. Ich würde sagen, wir coastern nochmal da hinten runter. Einfach nur einer hat gewunken. Oh! Da habe ich ein bisschen spät die Bremse gedrückt. Hä? Oua. Ja, wir starten jetzt bald wieder ein fettes Bike-Meet mit 486. Kurz mal konzentrieren hier. Ja. Mann! Schade. Mit 486 und eventuell kommt Lilo und Luis Brigala, wissen wir noch nicht. Der meinte irgendwie, da hat er keine Zeit oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber das wird richtig fett und da gibt es dann natürlich auch Vlogs mit bei. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht, ob wir noch später eine Runde durch Zissen machen. Möglich ist es. Muss aber nicht. Wenn, dann kommt da nochmal ein extra Vlog zu, dann mache ich dann einen extra Vlog draus, wie wir ein bisschen asozial durch Zissen ballern. Oh mein Gott! Ja, ich habe jetzt ein bisschen länger keine Videos hochgeladen. Einfach aus dem Grund, ich hatte wieder eine Schulung, kaum Zeit, schlechtes Wetter und bei uns am Spot fahren momentan Bullen rum, hin und wieder. Und haben wir einfach keinen Bock drauf. Heißt, wir müssen uns erstmal was Neues umsuchen. Und dann gibt es wieder richtig viel Eskalation, wenn wir das Geeignete gefunden haben. Genau. Boah, dieser Stein da fuckt mich so ab, ne? Dieser kleine Hula-Hoop-Tänzer. Warte. Warte kurz. Genau der Hurensohn hier. Wo ist er hin? Egal, ist weg. Probieren wir mal einen Catwalk, ne? Würde ich sagen. Oh, war doch schon mal nicht schlecht für den ersten heute, ne? Ich habe eben ganz vergessen, dass ich eine Wheelie-Bar habe, der auch im Catwalk der Behinderte. Dass ich eine Wheelie-Bar habe. Ich habe sie einfach vergessen zu benutzen. Ich finde es schwierig, die Aerox im Catwalk zu lenken, Alter. Das ist sau schwierig, ehrlich. Es ist Umweltverschmutzung. Entschuldigung? Ich hab meine Pfeife geraucht. Das gibt eine Anzeige. Du hast deinen Führerschein gewonnen, Lotto oder was? Oh, ey, du bist wackelig. Ja. Ich weiß gar nicht, was er mit wackelig meint.
Das ist so schwierig, die zu lenken, ne? Ah. Komm, wir machen nochmal einen Catwalk zum Abschluss. Wo ist meine Wheelie-Bar? Da. Nochmal einen Catwalk zum Abschluss und dann beende ich den Block an der Stelle. Genau, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Folgt mir auf Instagram. Seit neuestem habe ich jetzt auch TikTok. Könnt ihr mir auch gerne folgen, da kommen so ein paar YouTube-Highlights. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Zissen-Vlog, weil ich werde noch mal einen aufnehmen, mindestens einen. Ja. Haut da rein. Ciao. Auf einer Aerox mit 80, ich fahre schnell, das ist Absicht. Und wenn mein Kennzeichen abbricht, dann ist das nichts mehr mit Haflitz. Guck in die Ferne, sehe Cops, breiter Lenker wie The Rock. Alle wach in meinem Block, nur noch Tuning in meinem Kopf. Sitz auf einer Aerox mit 80, ich fahre schnell, das ist Absicht. Und wenn mein Kennzeichen abbricht, dann ist das nichts mehr mit Haflitz. Guck in die Ferne, sehe Cops, Auspuff laut wie Haflitz.